Liebe Axino Capital Investoren Community, wir sind weiterhin auf dem Forum One der ehemaligen Edelmetallmesse. Bei mir heute ist Matthew Pietenburg, nicht nur ein bekannter Speaker und Redner, sondern auch hier ein neuer Gast, aber gern gesehener Gast. Voll, ja. Herr Pietenburg, erstmal, wie gefällt es Ihnen hier auf dem Forum One Tag 2? Wie war gestern der erste Tag für Sie? Es war ausgezeichnet. Es gibt so viele gute Vorträge und heute wieder nach. Und wir können alles etwas lernen. Es ist eine Ausbildungserfahrung für uns alles. Und ich mich selbst, es freut mich sehr. Es ist eine wunderschöne Erfahrung. Sehr gut, vielen Dank. Gehen wir mal ganz kurz direkt ins Thema rein. In einer Ihrer Beiträge, Sie publizieren viel, sind häufig in Videos zu sehen, haben Sie mal geschrieben, Schulden zerstören Nationen. Ja. Und dabei greift Sie auf viele verschiedene Beispiele in der Zukunft zurück. Ja. Wir haben gerade eine aktuelle Situation, Amerika, Schulden gehen hoch ohne Ende. Was heißt das für diese Weltmacht USA? Ja, natürlich, es ist nicht nur eine wissenschaftliche Frage, es ist eine geschickliche Frage, es ist die Geschickte. Und die Geschichte ist vielleicht mehr wichtig als die wissenschaftlichen Zahlen heutzutage. Und für mich, es gibt eine Schuldenkrise, dann eine Finanzkrise, dann eine Währungskrise, dann eine Inflationskrise, dann soziale Unruhe. Und endlich, das endet immer wieder das Gleiche, ohne Aufnahme. Oder es gibt immer eine extrem politische Kontrolle von den Links oder den Rechts. Und das haben wir durch Ausgeschichte gesehen. Es ist wirklich keine Übertreibung, kein Sensationismus, wenn man auf natürlich Weimar denkt, aber wir können nach Frankreich in 1789 oder in Jugoslawien 1990 oder in Alto Rom. Es ist nicht eine Übertreibung, es ist nur die Geschichte, sagt das immer. In Mathematik ist auch ganz einfach. Wir können alle unsere Meinung schaffen, aber wir können nicht die Tatsachen schaffen. Und die Tatsachen, die Mathematik heutzutage ist offensichtlich augenscheinlich klar, dass wir haben zu viel verschuldet, wir haben nicht genug BIP, nicht genug Steuereinnahmen und wir sind jetzt in einem Teufelkreis. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Und das für mich ist nicht eine Übertreibung heutzutage. Und es ist nur eine Tatsache. Es hat nichts mit links oder rechts zu tun, es hat mit Geschichte und ganz grundsätzlicher Mathematik zu tun. Alles klar, vielen lieben Dank. Schauen wir mal nochmal konkreter auf die USA. Die planen ja auch in Zukunft, neben den Schulden, die sie schon haben, Billionen Ausgaben, ohne dass eigentlich wirklich richtiges, echtes Geld oder Wert dahinter steckt. Das wird geschaffen. Ja, es werden mehr Schuldscheine ausgegeben, aber will die überhaupt noch einer haben? Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist der Markt am Explodieren, was die US-Staatsanleihen angeht? Nein, es gibt so viel. Alles ist verbunden. Schulden, Anleihemärkte, Risiko-Assets, Risk-Assets, die Aktienmärkte, alles ist verbunden, aber es ist wirklich unfassbar, unser Schuldenstand heutzutage in Amerika zum Beispiel. Aber überall in der Welt ist es unfassbar und auch unhaltbar. Aber der Amerika zum Beispiel, unsere Staatsverschuldung ist mehr als 33 Billionen. Billionen. Und woraus kommt das Geld? Es kommt nicht so, ich habe vorher gesagt, es kommt nicht von das BIP, es kommt nicht von das Steuereinnahmen. Das heißt, wir haben diese Schuldenkrise, das heißt auch für mich eine unvermeidliche Inflationskrise. Unser Krieg gegen Inflation ist inflationär, das ist die große Ironie. Wenn so viel Schuld nicht bezahlbar ist, wir können das nicht bezahlen. Wir haben nicht genug Geld. Und wir müssen mehr Geld schaffen. Und wenn wir haben diese Schuldenkrise und gleichzeitig unsere Notenbank, unsere Zentralbank, die Zinsen noch höher steigt, das heißt, die Kosten unserer Schulden, unserer Uncle Sam, unsere amerikanische Staatsverschuldung ist immer noch höher gegangen. Und wie können wir das bezahlen? Das heißt, wir müssen mehr Geld per Mausklick schaffen, unsere Zinssätze zu bezahlen. Und dieser Mausklickgeld ist natürlich inflationär. Wir können inzwischen seit vielleicht ein deflationärer Zyklus sehen, zum Beispiel, wenn die Märkte nach Zusammenbruch gehen oder zum Meeresgrund sinken. Aber ja, Inflation, Deflation sind ein Zyklus, nicht ein Entweder-Oder-Argument. Aber wir können vielleicht Deflation sehen. Aber das Endspiel ist immer wieder das Gleiche. Es wird inflationär sein. Das heißt, die inhärente Kaufkraft unserer Währung, der US-Dollar, der Euro, der Yen, wir haben das schon in Japan gesehen, wir werden unsere inhärente Kaufkraft, das werden immer nach Schwäche geworden. Und das natürlich ist schwer für die Mittelschicht, für die Leute auf die Hauptstraße, nicht nur die Märkte. Aber die Märkte auch werden auch leiden, weil die Bahn, die Anleihemarke, Märkte ist alles. Und wenn der Kost oder der Preis von Geld oder der Preis von Schulden zu hoch gegangen ist, das heißt, alles müssen leiden. Und jetzt, niemand will unsere Staatsanleihen kaufen. Es gibt keine Trau auf unsere amerikanische Bund, US Treasury. Und daher, der Preis von unseren Schulden geht immer nach Meeresgrund. Und wenn die Preis nach Meeresgrund geht, die Renditen nach Himmel geht, das heißt, die Zinssätze werden auch nach höher geht. Und das heißt, der Preis von unseren Schulden ist unhaltbar. Es ist unhaltbar. Und das ist nur grundsätzliche Mathematik. Es ist nicht Sensationismus, eine Goldbugger, eine Gold-Experte. Es ist wirklich nur
typisch Mathematik und Geschichte. Und leider das Endspiel ist unvermeidlich schwer für uns alles. Ja. Starker Ausdruck, starke Worte von ihm. Jetzt gucken wir mal das große Problem. Was all das geschaffen hat, ist das Fiat Money. Ja, ja. Weil wir es unlimitiert vermehren können. Ja. Es gibt aber einen Kaufkrafterhalt durch Gold. Ich nenne immer das Beispiel, hätte man 1907 ungefähr ein gutes Auto kaufen wollen, hätte man so grob 40 Unzen Gold gebraucht. Mhm. Will man heute ein Auto kaufen, so für 80.000 Dollar, also für wieder 40 Unzen Gold, natürlich ein besseres Auto, aber es geht. Der Wert ist erhalten geblieben. Ja, hätte ja. man mit Dollar nicht hinbekommen. Ja. Das heißt, Gold ist ja eine Alternative, die auch schon als Währung lange gegelten hat. Ja. Besteht die Chance, dass wir jemals, wir hören immer dieses Theorie, Goldwährung, BRICS-Währung, Gold gedeckt. Ist da was dran? Ist das was, was uns zurück zur Normalität bringen kann? Oder was wird passieren? Ja, ist eine gute Frage. Ich habe nicht eine einfache Antwort. Natürlich, in jedem Land, auch in der Heimat der Weltreservebank, zum Beispiel Amerika, Leute fangen jetzt an, Fragen zu stellen. Ich habe keine Trauer, ich habe so viele Misstrauen vis-à-vis meine Währung. Und was kann ich tun, meine Währung zu verteidigen? Verstehen Sie, was ich meine? Wir glauben nichts mehr auf unsere Zentralbank. Wir glauben nichts mehr auf unsere Geldpolitik. Es gibt diese große Misstrauen. Die Glaubwürdigkeit unserer Entscheidungsträger ist immer nach Schwäche geworden. Und so, was kann die typische Mann, die typische Unternehmung tun, ihr Geld oder ihre Währung zu verteidigen? Natürlich, meiner Meinung nach, ist Gold eine Antwort. Das ist eine Alternative. Es gibt viele Leute, die glauben auf Bitcoin oder Krypto. Ich habe nichts dagegen, Krypto. Aber die Zentralbanken heutzutage, sie kaufen nicht Krypto. Die kaufen physisches Geld, Gold, Entschuldigung. Warum? Sie haben eine starke Meinung von Gold aus von der US Treasury oder der US Dollar oder der Yen oder Euro oder die anderen Währungen. Und für mich, das ist nur die Tatsache heute. Wir sehen diese Misstrauen gegenüber die Fiat Money, diese Papiergeld, diese große Misstrauen gegen unsere Entscheidungsträger. Und tatsächlich, diese große Misstrauen gegen unsere Politiker, links oder rechts. Sie haben keine einfache Lösung. Und daher müssen uns jeder, unsere private Zentralbank für uns selbst sein. Wir müssen unsere Währung mit Gold gedecken. Verstehen Sie, was ich meine? Auf Deutsch ist es ziemlich schwer, das zu erklären. Aber ich habe keine Hoffnung, dass meine Zentralbank oder die ECB werden eine goldgedeckte Währung haben. Es ist zu teuer, es ist zu politischer. Und wenn Gold zu hoch geht, das ist eine große Merkmal, dass unser System ist eine Failure. Es ist durchgefallen. Ja. Und daher ist es wirklich peinlich zu sagen, Gold geht zu hoch. Und wir müssen nicht goldgedeckte Währung haben. Aber das kann ich tun, das kann Sie tun. Wir können uns alles etwas Gold kaufen, das heißt nicht, sie müssen reich sein. Und das heißt auch nicht, dass Gold die Antwort für alles ist. Die politischen Probleme, wir sind in dieser sozialen Ruhe, die Kultur ist total Zerrissenheit geworden. Ich habe keine Antwort für alles. Aber in Hinsicht auf meine Währung und meine Vermögenszustand, am wenigsten könnten wir alles ein bisschen physisches Gold kaufen. Reich oder arm, Mittelschicht oder Hock, wir können alles etwas tun, unsere Währung zu verteidigen. Und Bitcoin ist auch eine andere Sache. Ich habe nichts dagegen, aber ernsthaft, ehrlich, vielleicht ist Bitcoin zu intelligent, es ist zu klug und es ist sehr gefährlich vis-à-vis die Regierung, Bitcoin zu stark zu sehen, so wie mit Gold. Und es gibt viele gefährliche Zustände und Möglichkeiten in Hinsicht auf Bitcoin. Und grundsätzlich, was ich sehe heutzutage, in den letzten zwei Jahren, in diesem Jahr auch, die Zentralbanken, besonders am Osten, sie werden mehr physisches Gold kaufen, nicht Krypto. Und ich folge, es ist ironisch, ich folge jetzt die anderen Zentralbanken. Sie tun, was wir tun müssen. Aber der US Fed, ECB, sie werden nie eine goldgedeckte Währung und die BRICS-Nation auch. Sie könnte das nicht tun. Aber sie können am wenigsten mit ihrer Handelsallianzen und so weiter Gold benutzen und ausnutzen. Aber sie brauchen keine goldgedeckte Währung, das zu tun. Sie können das schon tun. Sie haben das schon gemacht. Und jetzt wir sehen eine große Veränderung in der Welt. Es ist nicht das Ende des US-Dollar. Es ist nicht das Ende des Weltreservewährung. Aber es ist das Ende die Hegemonie der US-Dollar. Und es ist ein langsamer Prozess. Aber das fängt schon an. Und wenn es weniger Nachfrage für die US-Dollar, das heißt, dass US-Dollar immer schwächer geworden sein wäre. Meiner Meinung nach. Vielen Dank, Herr Piepenburg. Eine letzte Frage habe ich, weil viele Zuschauer fragen uns immer, okay, ihr sprecht so viel über Geopolitik. Ihr sagt, man kann Gold kaufen, aber ihr sprecht so viel über die großen Themen. Was kann ich als kleiner Mensch denn ganz konkret machen? Okay, ich kann Gold kaufen, aber was soll ich unabhängig davon machen? Die Konjunktur wird schwächer. Ich habe vielleicht Angst um meine Existenz. Ich kann nicht nur über Reichtum nachdenken. Ja. Was sind Ihre ganz konkreten Tipps für, ich sag mal, den kleinen Mann hier draußen? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Das ist die vielleicht hauptwichtigste Frage.
Und leider habe ich nie keine einfache Lösung. Wir wohnen alles in einer totale verrückte Zeitgeist heutzutage. Politischer, wirtschaftlicher, kultureller, es ist eine Zerrissenheit, so ich habe schon erklärt. In Hinsicht auf ihre natürliche Angst gegenüber die Währung oder die Steuer und die Inflation, weil Inflation ist ein unsichtbare Steuer. Und wir haben auch diese höhere Zinssätze, das ist eine ganz sichtbare Steuer. Wenn die Kosten, die Preis, das Geld immer nach höher geht und wenn wir haben Inflation, die höher als offiziell ist, das ist eine klassische Perfect Storm für die Mittelschicht und für Leute im Allgemeinen. Ja, wir haben von Gold gesprochen. Und meiner Meinung nach, dass wir müssen verteidigen. Wir müssen an Defensive Thinking vielleicht denken. Und in dieser Hinsicht, sie müssen keine falsche Hoffnung haben. Das heißt, dass die muss immer ganz zynikal oder zynisch sein oder negativ sein. Aber wir müssen Realpolitik verstehen. Unsere Idee muss realistisch sein. Zum Beispiel in Hinsicht auf die Aktienmärkte. Natürlich, ich kenne die amerikanischen Märkte besser als hier der DAX in Deutschland. Aber ich ist es ganz, ganz klassischer Punkt. Wir müssen niedrig verkaufen, kaufen in hoch Hock verkaufen und niedrig kaufen. Und niemand mag das. Es ist diese Gruppendenken. Ich brauche Geld, ich muss Risiko nehmen, ich gehe in die Aktienmärkte oder die Anleihemärkte. Ich sage ganz einfach, das ist eine gefährliche Märkte heutzutage. Das ist nicht Instant Money heutzutage. Sie können nicht einfach reich werden in dieser Umgebung. Und alles ist overvalued. Yep. Es ist gefährlich. Leider, es gibt keine einfache Lösung heutzutage. Gegenüber Inflation, gegenüber diese gefährlichen Aktien in Anleihenmärkten, gegenüber diese sichtbare und unsichtbare Steuer, gegenüber die Arbeitslosigkeit, die wird kommen. Es ist leider, das ist alles mit Verschuldung verbunden auch. Es gibt keine einfache Antwort. Wir müssen in Defensive Thinking gehen, leider. Und natürlich, Gold ist nur eine Antwort. Immobilien, es ist teuer, das hängt auch mit den Zinssätzen in die Preis von Debt oder von Verschulden. Leider, meiner Meinung nach, das ist eine gefährliche Zeitgeist, eine gefährliche Zeit in unserer Geschichte. Es wird immer noch schlimmer sein, bevor es besser sein werden. Und leider, ich kann nicht sagen, dass es einfache Antwort oder Lösung gibt. Leider. Absolut, ja, wir sehen es. Es ist eine sehr schwierige Umgebung. Sie haben es gerade schon angesprochen. Mhm. Und ich glaube, wir sind alle gewohnt, dass es immer nach oben geht. Mehr Wohlstand, ja. Mehr ja. Reichtum. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, was man tun kann, ist, sich regelmäßig zu informieren. Ja. Zum Beispiel auch, liebe Zuschauer, wenn Ihnen das gefallen hat hier, Matthew Piepenburg einfach mal bei Google eingeben. Es gibt viele Vorträge, viele Schrifte auch von Ihnen. Vieles auf Englisch. Vielen Dank, dass wir auf Deutsch sprechen dürfen. Entschuldigung, es ist wunderschön, dass Sie so viele Geduldigkeit haben. Leider ist mein Deutsch wirklich nicht so viel. Ich bin sehr gut. Sehr zügig, aber es ist leider so wie ein Kind. Aber ja, nein, das war sehr gut. Herr Piepenburg, ich danke Ihnen vielmals. Ja, und vielleicht können wir das Ganze nochmal wiederholen. Super. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß weiterhin auf dem Forum One. Okay, bis super. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Okay, tschüss.